Wir sind immer noch bei Eagle Griffin Games. Neben ist immer noch der Dominik. Hallo, ja, Dominik. Immer noch hier und immer noch ein paar Stunden mehr. Was es bei euch am Stand auch immer gibt tatsächlich, sind Previews, also von, genau, Spielen, die noch nicht veröffentlicht, genau, sind, aber die demnächst in ein paar Monaten erscheinen sollen. Richtig. Das hier ist jetzt eben der neueste Prototyp. Das ist The Scarlet Pimpernel. Kann man ungefähr mit die scharlachrote Blume, gab es mal auf Deutsch irgendwann. Ich habe keine Ahnung, ich habe es im Internet auch recherchieren müssen. Einen Film, glaube ich, und eine Novelle. Die Kamerafrau nickt, siehst du mal. Ich kenne es nicht. Ich auch nicht. Ist auch nicht so schlimm, glaube ich. Es geht ja auch eher um das Spiel in dem Fall. Das ist eben unser neuestes Spiel, wird im Januar vermutlich auf Kickstarter dann eben halt entsprechend zu finden sein. Deutsche Version wird Happy Shops wieder für uns machen, also Spieleoffensive dann über die Spiele Schmiede. Das ist ein Spiel für 2 bis 6 Spieler, dauert eben 60 bis 120 Minuten, kann es dauern, und ist ein Spiel, in dem es um die Zeit der Französischen Revolution geht. Wir revolutionieren allerdings nicht mal nicht, sondern wir übernehmen die Rolle der Adligen, die andere Adlige vor der Guillotine retten möchten. Und das sind eben die Adligen, die sich dann hier aus Frankreich fliehen, die aus Frankreich fliehen, nach England oder in andere Gebiete, und denen versuchen wir zu helfen. Mit dem Geheimagenten The Scarlet Pimpernel, der auch bekannt ist als Sir Percy Blakeney, aber auch das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich es weiß, sondern weil ich es nachgelesen habe. Klingt und musste. So nach, ein bisschen nach so einem Zorro für Arme. Das ist so ein Zorro für Arme, glaube ich. Den gab es mal irgendwann als Romanreihe komplett. Da gibt es so einen ganzen. Gelesen habe ich davon bisher kein, vielleicht animiert das Spiel dazu, ich weiß es nicht. Mechanisch, wie funktioniert es denn? Also, es funktioniert mechanisch, es ist ein Würfeleinsatzspiel. Wir setzen keine Arbeiter ein, sondern eben halt die Cubes. Wichtig ist, wir spielen 7 Runden, 7 Missionen, in denen wir versuchen, Adlige zu retten. Die Spieler spielen kooperativ und kompetitiv. Das heißt, wir versuchen zusammen Missionen zu erfüllen. Jeweils 2 Missionskarten stellen eine Mission dar. Und wir spielen kompetitiv, weil jeder am meisten zum Erfolg dieser Missionen beitragen will, um am Ende dann sozusagen der engste Berater von Sir Percy Blakeney, The Scarlet Pimpernel, zu werden. Dazu hat jeder Spieler Würfel. Und eigentlich die Basisaktion ist relativ einfach. Man setzt einen Würfel auf den Spielplan ein. Wichtig ist, was man hier sehen kann. Soll ich es mal in die Kamera legen gerade einmal? Das seht ihr hier gut. Das sind eben die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit die Mission erfolgreich abgeschlossen werden kann. Zum Beispiel braucht man 2 Unterstützer. Man bräuchte 5 Pferde, 1 Kutsche. Außerdem muss man noch am richtigen Ort sein, beziehungsweise The Scarlet Pimpernel. The Scarlet Pimpernel befindet sich dann auf dem Brett und muss dann von ihrem aktuellen Standort aus, der wäre dann zum Beispiel dieser, müsste sie mit dem Ort der Mission zum Beispiel hier, Entschuldigung, wir nehmen lieber was ich aussprechen kann, in Plaza eben halt in Paris dann verbunden sein, über diese Wegeplättchen. Was mache ich nun mit den Würfeln? Das ist relativ einfach. In meinem Zug kann ich immer genau einen Würfel einsetzen auf den Spielplan. Ich kann den setzen auf ein Wegefeld. Ich kann den setzen auf ein Gebäude. Ich kann den setzen auf einen Ort mit verschiedenen Personen. Und das mache ich ist mein Grundzug. Warum mache ich das Ganze? Das mache ich deswegen, um einen Beitrag zur Mission zu leisten. Um Orte zu verbinden. Rohstoffe zu haben, genau, und zu erfüllen. Im Prinzip ja. Das heißt, ihr seht das auch hier oben auf der Leiste. Da kommen dann die Würfel dementsprechend rein, die jeder Spieler beiträgt zu dieser Mission. Gleichzeitig kann man noch einen Würfel hier auf diese Abschlussfelder für die Mission legen. Die werden dann am Ende der Runde gewertet. Es gibt dann die verschiedenen Kategorien. Man überprüft dann, wenn diese 5 Felder belegt sind, überprüft man eben halt, gibt es genug. Das hier ist einfach nur der Startspieler. Hier überprüft man, gibt es genug Unterstützer, nimmt die, guckt in die Box, legt die rein, und dann erhält jeder Spieler einen Punkt für jeden Würfel, den er beigetragen hat. Das gleiche macht man für die Materialien. Beim Weg muss man gucken, ob der richtig angeschlossen ist, und auch gucken, ob am Ort alle Felder abgedeckt sind, und dafür erhalten dann die Spieler Punkte, je nachdem, wie viele Würfel sie beigetragen haben. Ein kleiner Twist sozusagen kommt dadurch rein, derjenige, der hier reinsetzt, wenn zu viele Würfel hier liegen, wählt aus, welche beigetragen werden. Das heißt, der steuert aktiv zur Wertung im Prinzip dabei. Ist ein sehr interessantes Spiel. Wir haben es jetzt mehrfach testgespielt, kommt gut an auf der Messe. Und ja, wie gesagt,
ab Januar auf Kickstarter und wir freuen uns drauf. Beziehungsweise hast du ja auch schon gesagt, Spielschmiede steht auch schon fest. Spielschmiede steht auch schon fest und die werden das eben dann auch mit uns machen. Und ich denke, das ist ein schönes Spiel. Ist auch noch nicht die endgültige Grafik, aber wir wollten Protos auf jeden Fall dabei haben, damit wir was zeigen können. Ja, und damit man was erklären kann, damit die Leute auch wissen, was auf sie zukommt. Genau, und ist mehrfach testgespielt worden, kommt sehr gut an und ich freue mich drauf, wenn es fertig ist.